Bist du auch so müde wie ich? Ja, lass uns mal schlafen. Alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Was ist denn? Henry, da ist irgendwas unter meiner Decke. So? Eine Limo-Dose. Ach so, ja richtig. Die hatte ich ja vorhin noch getrunken. Hm? Hey Jan, du Dreckspatz. Ich bin kein Spatz. Ich bin ein Erdmännchen. Ach, du kannst doch die Dose nicht einfach so in die Höhle schmeißen. Das ist Müll. Ach so? Draußen vor der Höhle ist eine Mülltonne. Komm mal mit. Hey. Wie sieht's denn hier aus? Ich glaube, hier waren ein paar Dreckspatzen. Denkst du das Gleiche, was ich denke? Ich denke, ja. Die Welt ist so ein schöner Ort, doch was haben wir hier? Alles ist ganz zugemüllt mit Kaugummipapier. Mit Joghurtbechern, Drecksalat und ausgetrunkenen Flaschen. Abgewetzte Strandsandalen und leeren Plastiktaschen. Das geht so nicht, das soll nicht sein, dafür gibt's einen Grund. Der Müll ist ganz schön eklig und auch nicht sehr gesund. Komm, wir räumen die Erde auf. Mach doch mit und du bist besser drauf. Weil sie uns so gut gefällt, putzen wir die ganze Welt. Komm, wir räumen die Erde auf. So, das kommt jetzt hier alles in diesen Mülleimer hinein. Ja, so wird's schön. Ja, genau. Jeder sollte mitmachen, den Müll, den kann man trennen. Hast du Abfall in der Hand, sollst du zur Tonne rennen. Die alten Flaschen werfen wir nicht einfach in den Garten. Im Supermarkt gibt es dafür Pfandflaschenautomaten. Wenn jeder mitmacht, sagen wir es dir hier im Gesang. Trennst du den Müll, dreht sich die Welt ein ganzes Leben lang. Ja! Komm, wir räumen die Erde auf. Mach doch mit und du bist besser drauf. Weil sie uns so gut gefällt, putzen wir die ganze Welt. Komm, wir räumen die Erde auf. Und jetzt das Müllorchester. Oh ja. Komm, wir räumen die Erde auf. Mach doch mit und du bist besser drauf. Weil sie uns so gut gefällt, putzen wir die ganze Welt. Komm, wir räumen die Erde auf. Sauber! Ach, weißt du was, Henry? So aufgeräumt ist die Welt gleich noch viel schöner. Ja, ja. Gute Nacht. Warum heißt ein Dreckspatz eigentlich Dreckspatz? Und was, wenn der mal keinen Dreck macht? Ist der dann ein Sauberspatz? Was meinst du, Jan? 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 Schläft schon. Tja, dann muss ich ihn wohl morgen fragen. Kinder, liebe Kinder,
zur Ruhe.